Hey Leute, was geht? Und schön, dass ihr bei Hand wieder mit am Start seid. Es ist schon gefühlt die sechste, oh, da ist die Kerne, die sechste Aufnahme, die ich hier jetzt versuche bei Hand. Jedes Mal schmiert der Server ab oder ich verreck direkt am Anfang. Eins von beiden. Na, wobei direkt am Anfang verreckt bin ich einmal. Einmal, zweimal haben die Server gestreikt. Und das andere Mal. Keine Ahnung, viermal habe ich es versucht, fünfte Aufnahme ist das jetzt. Wir jagen wieder die Spinne, Freunde. Wir sind auf Spinnenjagd. Und eingepackt, ich wollte euch gerade mein Inventar zeigen, aber das Spiel lässt mich nicht. Doch jetzt. So, eingepackt habe ich jemanden, also erstmal den Hunter mit logischerweise Skill, dass er zwei Waffen auf einmal tragen kann. Einmal die Romeo, die auf Nahkampf ordentlich Schaden macht. Eine Kugel im Lauf. Und einmal die Sparks, die hat zwar auch nur eine Kugel im Lauf, kann aber dafür ordentlich auf Distanz schießen und ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufe. Natürlich direkt falsch, wir laufen mal hier lang. Ich habe das Gefühl, ich habe heute schon wesentlich mehr Hunter getroffen, als in der gesamten Alpha, die ich gezockt habe. Allein heute beim Aufnehmen etlich viele andere Hunter getroffen, was natürlich nicht unbedingt verkehrt ist, macht natürlich die Spannung ein bisschen hoch. Den einen haben wir ein kleines bisschen gejagt. Der hat mich dann gelegt. Da links habe ich jetzt Schüsse gehört. War mir klar, dass natürlich hier vorne irgendwo in der Kirche ist. Da, direkt den ersten gleich wieder getroffen. Ich weiß nicht, ob ich ihn erwischt habe, Freunde. Keine Ahnung, Freunde. Auf jeden Fall ist das gerade mega interessant. Da ist er. Eieieiei, ist das mies. Wir scheinen ihn so ein bisschen gedamaged zu haben. Sonst wäre er da wahrscheinlich nicht weg. Das ist natürlich mies jetzt. Okay, Freunde. Den Ausschnitt lasse ich jetzt einmal drin, trotzdem wissen wir Bescheid. Okay, Runde Nummer 2. Let's go. So, Freunde, endlich geht's auf in die Runde 2. Wir starten. Oh, da oben links. Ich glaube, da habe ich noch nie gestartet. Immer nur hier, so in dem Bereich. Oder hier. Ganz oft hier und hier. Ja, da oben ist auf jeden Fall schon was Neues. Wir gehen wieder auf Spinnenjagd, natürlich. Jetzt, wo wir im letzten Part oder in der Runde vorher gerade so extrem niedergemetzelt worden sind, habe ich wieder einen billig Hunter gekriegt. Zum Glück habe ich ein paar Waffen rausgehabt, also noch im Menü gehabt. Ich habe mir immer so ein paar Waffen rausgenommen. Wenn ich dachte, ich verliere sowieso, dann nehme ich mal ein paar Waffen raus, dann habe ich sie vielleicht für einen anderen Hunter, der vielleicht nur Scheiße dabei hat. Dann konnte ich sie so ein bisschen auswechseln. Deswegen geht es gerade ganz gut. Die habe ich mir jetzt mitgenommen, weil die einfach viel Schuss hat. Die hat jetzt keine mega Reichweite. Ist das deren Ernst? Ja, war ja klar, ich musste sowieso dahin. Aber wir hier werden gleich schon die ersten Gegner rumlaufen.
Wenn ich jetzt hier durch den Tümpel laufe, dann sieht mich ja jeder. Ach, ist das anstrengend, Freunde. Ist das anstrengend. Auf jeden Fall geht die Waffe wenigstens ganz gut auf Distanz. Der Revolver nicht so. Die machen beide nicht so den Mörderschaden, haben aber beide wenigstens ein bisschen Ammo am Start. Das war mir gerade nämlich ganz wichtig. Weil ich sonst nämlich gefühlt irgendwie nie Ammo habe. Oder immer so extrem wenig und nur ein Schuss im Lauf. Das wollte ich diesmal jetzt verhindern. Deswegen dachte ich mir, okay, dann nimmst du mal die beiden Waffen mit. Was halt wichtig ist, es muss halt eine gut auf Distanz sein, Freunde. Merkt euch das. Ja, das wäre so nice. Das wäre so nice, hier mal irgendwie einen Spieler einzufangen. Aber es wird dann doch eher schwierig, glaube ich. Ich habe das Gefühl, hier sind auf jeden Fall noch andere am Start, die es mir noch ein bisschen schwieriger machen wollen. Ist ja auch alles in Ordnung und alles legitim. Aber das ist hier unten. Ich habe so die ganze Zeit das Gefühl, hier will noch ein anderer ran. Von den Sounds hört sich das auf jeden Fall so an. Der nächste Punkt, der am nächsten dran ist, ist da quasi in diese Richtung. Kann ich ja rein theoretisch da hinten her. Hier vorne quasi einmal durch die Pampa. Na. Bin hier schon mal irgendwo vorhin lang geglitscht, wo es aussah, wo man nicht lang sollte. Aber es hat geklappt. Ja, guck mal. Meine Position jetzt auch nur ungerne verraten. Deswegen möchte ich gerade hier ein bisschen leiser spielen, weil ich höre schon wieder Schüsse, Freunde. Auch von da. Also keine Ahnung, ob jetzt hier einer in der Nähe ist. Aber ich würde grundsätzlich nicht davon ausgehen, dass man überall alleine ist. Habt ihr es gehört? Also wie gesagt, ich würde nicht grundsätzlich davon ausgehen, dass man wirklich überall alleine ist.
Die Atmosphäre ist so böse, Freunde. Das ist richtig mies. Aber hier scheint noch keiner zu sein. Da vorne sind noch vier Leute. Also vier. Genau. Als wenn das halt vier Leute sind. Ach shit, aber das ist auf der ganz anderen Seite. Dieses Komplexes, nenne ich es mal. Ach, wobei, das geht. Ich komme da ganz gut rüber. So, Leute, schön ruhig sein. Da sind noch ein paar, das heißt. Es wird. Es hört sich so an, als wenn hinter jeder Ecke irgendwie einer rumchillt. Und nur drauf wartet. Vorne ist es. Da hinten wird gerade ordentlich geschossen. Heißt, ich habe freie Bahn. Ich muss auf jeden Fall so oder so gen Süden da lang, siehst du? Von daher, wenn ich hier noch einen anderen Typen finde. Würde ich das gar nicht verkehrt finden. Wenn ich ihm dann mal kurz zeige, dass für ihn hier Sense ist. Wo ich ehrlich gesagt sagen muss, ich habe noch nicht geschafft, einen einzigen zu killen im Spiel. Aber bei einem bin ich mir nicht sicher. Den habe ich auf jeden Fall nicht mehr wiedergefunden. Wow! Wow, da war einer auf jeden Fall schneller. Und Leute, der Ausgang ist da. Hier die drei, er wird auf jeden Fall zu dem Ausgang laufen. Das heißt, auf geht's. Da oben links sehen wir noch die Lebensanzeige von der Spider. Das ist sehr praktisch. So können wir noch ein bisschen uns schauen, wie viel Zeit wir noch haben. Eieiei, der Typ gibt Gummi. Der weiß auf jeden Fall, wie man der Spider einheizt. Und wir brauchen echt ewig lang. Also, wir würden es erreichen, wenn wir ihn am Eingangstor. Am Eingangstor quasi schaffen die Runde für uns zu entscheiden. Ey. Prozent gebanished. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht, Freunde. Was jetzt natürlich noch am besten wäre,
Wenn wir jetzt kalt gemacht werden. Aber wie gesagt, ich will unbedingt zum Ausgang. Ich will gar nicht unbedingt zur Spinne. Klar würde ich euch die gerne mal zeigen. Wow. Machen wir auch noch. Aber wo ich jetzt unbedingt hin möchte, ist auf jeden Fall erstmal zum Ausgang. Ist mir fast wichtiger irgendwie, dass wir mal eine Runde safe holen und gucken, was uns die Siegerbelohnung quasi bringt. Ah, das sind Krähen, aber scheiß mal auf die Krähen jetzt. Ich finde, das sieht schon geil aus, so als würde man da eine Kippe ausgedrückt haben. Und dann dieses blaue Leuchten. Hier ist ein Supply Drop, das ist schon mal ganz nice. Kurz mal. Ich verdrück mich da jedes Mal. Und einmal Full Health. Ist das euer Scheiß Ernst? Nein, komm, wir müssen. Wir haben noch so weit, Leute. Wir haben es noch so weit. Wir müssen uns direkt vom Ausgang irgendwo verstecken und den Typen. Ey, der hat die Spinne gleich erlegt. Wir sind noch nicht am Ausgang. Komm, hopp, 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 hopp. Tief durchatmen. Wir müssen, wir müssen, wir müssen. Das nimmt natürlich gerade die komplette Atmosphäre, dieses Gerusche. Aber Freunde, ich möchte diese Runde gewinnen. Ich möchte diese Runde holen. Zwar haben wir einen Dreckshunter, wir können uns aber mehrere anheuern. Ach nö, 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 kein Gift, kein Gift. Bounties on the move, Tracker in the Dark Side. Nice, wir können auf jeden Fall das Bounty noch aufspüren. Das gefällt mir richtig gut, Leute. Das bedeutet. Eieiei. Lass mich in Frieden. Klar, Leute. Das heißt, alles oder nichts, Freunde. Sie werden von hier kommen. Sie werden hundertprozentig von hier kommen. Die werden hier nicht so lang laufen, glaube ich nicht. Das heißt sie, wieso sage ich mal ganz sie? Er. Und desto eher ich ihn sehe, umso besser, weil hier unten gibt es keinen Ausgang, Freunde. Es sind drei Ausgänge. Hier, da und da. Ich bin nervös, Freunde. Leider habe ich euch jetzt die Spinne nicht zeigen können. Das sieht so nice aus, ne? Es sieht einfach so nice aus. Das ist wie so ein kleines Feuerwerk da oben. Guck mal. Ah, okay. Das braucht ja Zeit. Es braucht ja Zeit,
bis das Bounty on the move ist, sag ich mal. So, jetzt sind die zwei roten Streifen aktiv. Das bedeutet, jetzt kann er sich fortbewegen. Jetzt läuft er Richtung Ausgang. Und ich muss gucken, dass ich hier der einzige Lulatsch bin, der ihn abfangen will. Jetzt bewegt er sich. Ja, komm, er läuft hier weiter rechts. Jo, er kommt, Freunde. Jo, er kommt. So. Jetzt macht euch ready. Haben den Ausgang direkt hinter uns, bedeutet. Aber er kann sich denken. Er ist irgendwo hier. Fuck, Freunde, ja. Ich glaub's nicht. Und da ist das zweite Bounty. Ich kann nur eins aufheben. Scheiße. Ich kann nur eins aufheben, bedeutet. Keine Ahnung. Ich kann dir das leider nicht sagen, Freunde. Ich kann euch das leider nicht sagen. Aber das war unfucking. Eieieiei. Okay, nice. Das erste Mal, mein erstes Mal, mein erster Sieg, unser erster Sieg, Freunde. Ah, nice. Guck mal, was das Ganze gebracht hat. Oh, ich habe richtig sweaty fingers. Total schwitzige Hände, Freunde. Aber das am Ende war auch echt übel. War einfach nur Glück, dass er wirklich mit meinem Fadenkreuz mitgelaufen ist, als ich mich auch nach links bewegt habe, dass er mittendrin war. Und dann, das war echt Glück. Der Typ hätte mich genauso kalt machen können, hätte er einfach früher geschossen oder besser gezielt. Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Guck dir das an. Ich hab zwei. Geld. $2. Und die beiden waren zu zweit, Freunde. Die beiden waren auch noch zu zweit. Und ich habe Solo gespielt. Also ich weiß nicht, ob die als Team durchgelaufen sind dann oder. Wahrscheinlich ja. Die haben beide sich so ein Ding gesammelt und dann wollten sie zurück. New Unlock Romero. One-Shot-Dingens. Mein Hunter-Level ist 6. Und mein Bloodline-Rank ist 5. Mein Hunter-Level 6. Okay, der hat 5 Punkte gekriegt. Das heißt, ich kann ihm
zeige ich euch mal, wenn ich jetzt auf. Da seht ihr es. Zwei Kills erst. Das waren die beiden gerade. Also habe ich den einen doch nicht gekillt. Monster Kills. Nice. Totally Bounty Collected. Schade. Eins wäre da sonst. Killstreak. Zwei. Banishing Streak. Null, weil ich noch keinen gebanished habe. Running Gauntlet. Number of Tokens we have extracted for Bounty Tokens. Oh, keine Ahnung. Team Whipped. Ich habe ein Team komplett whipped, Leute. Mein Total Bounty sind 675 Dollar, die ich eingefahren habe. Die habe ich. Ah, ne, das war das Maximum, was ich wahrscheinlich gerade besessen habe. Null Bosse habe ich leider gekillt. Maxed out Hunters. Number of Hunters who reached Level 50. Okay, krank. Mein Hunter ist gerade mal Level 6. So, guckt euch mal an. Jetzt habe ich hier Upgrades. Ich habe Trades, die ich nicht nutzen kann. Aber ich habe Health. Ich kann meinen Health upgraden. 50 für 7 Punkte habe ich nicht. Ich habe aber 3. Das heißt, ich kann 25 Hitpoints dazu kaufen. Und nochmal geht nicht. In steps of 25 or 50 Hitpoints. Smaller chunks give you more total chunks. To work within a case of fire or potion damage. Bigger chunks regenerate back to higher levels of heal. Also. Für die, die nicht so mit Englisch verstanden haben, man hat hier entweder, wenn man kleinere Schritte geht, mehrere Chunks, also mehrere Behälter quasi auf Health. Bedeutet, ist natürlich schlecht für Gift oder Feuer, wenn man zum Beispiel hier Gift hat und das geht nur bis da runter, dann lädt sich nur dieser Balken auf. Ist aber, oder, warte mal. Ne, anscheinend heißt das wohl, dass Gift nicht über dieses Ziel hinausgeht. Das heißt, wenn du hier vergiftet wirst, geht es nur bis da aus. Anstatt, wenn man hier vergiftet wird oder hier, dass es dann komplett den Lebensbalken abzieht, sondern wirklich nur noch dieses kleine Stück. Und dann war's das. More Chunks. Man muss halt eben ein bisschen taktisch spielen, ob man drei große haben will oder halt insgesamt dann bis zu sechs kleine. Geschmackssache. Im Endeffekt sind das 25 und 50 Hitpoints. Also, das ist im Endeffekt die Maximalzahl. Bleibt 150, bleibt dieselbe. Da kannst du machen, was du willst. So, was haben wir jetzt uns freigespielt? Die Schrotflinte, glaube ich, im Store. Eigentlich. Ich glaube, das war doch die Romero, oder? Oh, schön Karabiner gibt es hier nachher. Nice. Oh, die sieht mächtig aus. Nö. Die sieht nur geiler aus irgendwie. Als die normale Winfield. Gucken wir mal. Nee, die hat. Ja, gut, Nahkampf, klar. Und eine höhere Kapazität, aber alles andere ist gleich. Und die haben wir quasi gerade freigespielt. Die können wir uns für 4 Dollar kaufen. Die macht ordentlich Damage, wie man sieht. Hat wenig Rate of Fire, glaube ich, nur einen Schussgelauf. Also. Egal, Freunde. Ich will euch nicht weiter voll labern. Wir haben einen Sieg geholt. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir beenden das hier auf jeder Stelle, an dieser Stelle. Und ich zeige euch nächstes Mal die Spinne, Freunde. Und dann gönnen wir uns den nächsten Sieg. Tschakka. Mich würde es natürlich freuen, wenn ihr mich ein bisschen unterstützt in Form eines Daumens, also eines Likes, eines Abos oder halt, wenn ihr auf den Discord-Server kommt, meinem Twitter folgt, Facebook vorbeischaut und so weiter, mich PSN und Steam addet, kann man natürlich auf jeden Fall auch nochmal machen. Tschüss!